So, hallo zusammen. Es geht weiter in der Rubrik Low-Budget-Artikel. Nachdem ich ja letztens meine Aldi-LED-Taschenlampe wieder gefunden habe, haben wir heute im Lidl, die ziehen jetzt nach, mit einer Lidl-LED-Taschenlampe gefunden. Die unterbietet die Aldi-Taschenlampe sogar nochmal um 2 Euro. Anstatt 9,99 gibt es die für 7,99. Bin mal gespannt, was man jetzt für 7,99 Euro für eine LED bekommt. Hier heißt fokussierbare Taschenlampe mit 3 Watt Cree LED für hohe Lichtleistung. Spritzwassergeschütztes IP44 und stoßfestes Aluminiumgehäuse. Innen und außen beschichtet gegen Korrosion. Druckschalter für 4 Schaltstufen. Maximale Lichtleistung 100%, Energiesparmodus 25%, Blinkmodus. Und SOS-Notsignal Morse-Code inklusive 2 AA-Batterien. Aha, interessant. Verfügt also schon mal um 2 Modis mehr wie die Aldi-Lampe, die eben nur Anhat- und Blinkmodus. Macht die einmal 100%, 25% Blinkmodus, SOS. Also Blinkmodus und SOS. Naja, schauen wir uns das Ding mal an. Vom Aussehen sieht das ganze Material hier eher aus wie Kunststoff. Aber schauen wir mal, ob das wirklich ein Aluminiumgehäuse ist. Der Hammer ist immer, diese Teile sind so dermaßen gut in diese Kunststoffdinger eingepackt, dass man die Lasche hier nicht rauskriegt. Hole ich mir doch die frustfreie Verpackung von Amazon. Einfach in Karton. So, da schon mal die Batterien. Kommt die Taschenlampe. So, schmeiß mal weg. Also wirkt allein schon vom Anfassen liegen da Welten dazwischen, zwischen der Aldi-Lampe und der Lidl-Lampe. Also die wirkt echt wie ein lackiertes Plastikgehäuse. So, schauen wir mal. Hier hinten zu öffnen. Recht langes Schraubgewinde. Hinten der Schalter. Schauen wir mal. Okay. Werden wir noch einmal im Dunkeln vergleichen, die beiden Taschenlampen. Hat auch Gummidichtung. Aha, vorne. Bewegt sich. Hier bewegt sich ziemlich viel da vorne. Das ist wahrscheinlich zum Auseinandernehmen und der ganze Kopf dreht sich. Mal schauen. Okay. Machen wir mal die Videoleuchte hier aus. Was können wir hier drehen? Ich glaube, das hier vorne zum Drehen hat keine Bewandtnis. Das ist wahrscheinlich, um den ganzen Kopf abzuschrauben. Nee, dann lassen wir den mal hier drauf. Schön. Das da vorne scheint mir Kunststoffglas zu sein. So, gucken wir mal, was die Blinkgeschichte macht. Okay, das ist der Sparmodus. SOS. Oder nee, Blinkmodus. Das war aus. Aha, SOS. Ja, interessantes Feature. Das ist wahrscheinlich nachts irgendwo interessant, wenn man in einer Notsituation ist. Kann man die Taschenlampe irgendwo hinlegen und SOS blinken lassen. Naja, dass man den Knopf richtig trifft. SOS. 100%. 25% blinken, verdammt, daneben geklickt, SOS. Okay, er merkt sich keine letzte Funktion, sondern geht beim Anschalten immer auf die 100%. Dann kann man durch leichtes Antippen in die 25%, Blinkmodus, SOS.
Okay. Von den Funktionen schon mal nicht schlecht. Aber ich sag mal von der Materialanmutung ist die Aldi-Lampe doch schon ein ganz anderes Kaliber. Wie hier diese Aluminiumlampe. Ist auch wesentlich leichter. Ich sag mal, ist mit Sicherheit ein Drittel leichter. Aber hier die in der Mitte hat sie eine schöne Gummierung. Da hinten der Schalter. Während das in die Aldi-Lampe da vorne gedreht wird am Kopf. Die hat hier auch ein Glas drin. Die Aldi-Lampe, während das in hier eine Plastik drin sitzt. Aber jetzt machen wir hier mal das Licht aus und die Rollos runter und schauen mal, wie sich die Taschenlampen im Dunkeln schlagen. Vielleicht tausche ich zwischendrin nochmal die Batterien, weil ich glaube, die Batterien, die jetzt in der Aldi-Lampe schon monatelang im Auto lagen, nehmen wir dann lieber mal vielleicht auch noch die Batterien von der neuen darüber, um zu gucken, ob es einen Unterschied macht. Jo, Lidl 8 Euro, Aldi 10 Euro. Wir sehen uns gleich wieder im Dunkeln. So, wir machen jetzt mal die Videoleuchte aus und fangen nochmal mit der Aldi-Lampe an. Okay, das wäre Aldi. Nehme ich mal die in die Hand, jawohl. Und dazu die Lidl. Okay, wenn wir mal hier diese beiden Leuchtpunkte vergleicht, schenken die sich nicht wirklich viel. Aldi, Lidl. Naja, Lidl hat einen gleichmäßigeren Lichtrückgang zum Rand hin, während das die Aldi-Lampe in der Mitte hell ist und dann der große Kreis außenrum sofort gleichmäßig dunkler ist. Ja, von der Ausleuchtecharakteristik würde ich sagen, gefällt mir die Lidl-Lampe besser wie die Aldi-Lampe. Ja, auch vom Licht her wirkt es der Lidl-Lampe mehr in Richtung weiß-warm, während das Aldi-Licht mehr in weiß-kalt Richtung bläulich geht. Aber der Ausleuchtekreis der Lidl-Lampe gefällt mir besser. Wenn man dann noch die Modis vergleicht, wir machen mal die Aldi-Lampe mal aus. Oh, nein, Blinkmodus so. Lidl. Das 25% dimmen, blinken, blinken, SOS, ne, ist immer noch, jetzt sind wir beim SOS. Hört man ja ganz blöd im Kopf, hey. Ja. Also ich würde sagen, Ausleuchtung, Preis und Funktionsvielfalt ganz klar die Lidl-Lampe. 8 Euro, 4 Modis, Alu, Spritzwasser geschützt. 3 Punkte, die Aldi-Taschenlampe, ganz klar den Punkt für die Gehäuseverarbeitung, das doch nochmal 2 Nummern drüber liegt. Aber sonst würde ich sagen,
hat die Lidl-Lampe die Nase leicht vorne in dem Vergleich. Das Gehäuse ist jetzt nicht so schön wertig verarbeitet wie der alte Lampe, aber die vier Modis, die reißen es doch raus im Vergleich zu den zwei Modis der anderen Lampe. Aber in dem Preisgefälle kann man sich auch beide holen. Die eine in die Werkzeugkiste werfen, die andere ins Auto. Habe ich doch noch eine fünfte Taschenlampe. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Ich glaube, die müssen wir mal dann hier verlosen. Okay, alles klar, das war's für heute. Vielleicht fällt mir noch irgendwo eine Taschenlampe in die Hände. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.